Also wenn man Babys an der Mutterbrust beobachtet oder genauer untersucht und dann mal zum Beispiel analysiert, was in der Speiseröhre bei den Kindern, wenn sie gerade gestillt werden, wirklich herunterfließt durch die Speiseröhre, was ja dann in den Magen kommt und so weiter. Ja. Wenn man das analysiert, dann lernt man, dass es eben Muttermilch und Speichel etwa im Verhältnis 1:1 ist. Das heißt also, wenn wir den Quark oder den Joghurt oder wie einfach so herunterlöffeln oder trinken, ohne den einzuspeicheln, dann gibt es ein Missverhältnis zwischen den Eiweißen und den Enzymen, die notwendig sind für die Verdauung.